Genau. So, es sieht jetzt wie folgt aus. Ihr fünf, also ihr vier plus Maya, ihr seid eine Gruppe und ihr seid eine Gruppe. Ja, es geht darum, wir wollen Einwürfe machen, schön scharf übers Netz. Ja, zu Spielerin, du stehst auf etwa 6 Meter, also erste grüne Linie ungefähr. Ja, und sollst jetzt sauber den Ball zur Zuspielerin baggern, die sie aber auf der 2,5 steht. Also noch einen Schritt zurück ruhig, großes Feld. Hanna in die Richtung einen Schritt. Genau. So, dann kommt da das Zuspiel. Ja, da das Zuspiel. Ja, und du fängst den Ball einfach nur und stellst dich hinten an. Ja! Okay, und stopp. Wir versuchen in der Annahme darauf zu achten, dass wir den Außenfuß, also euren linken Fuß nach vorne kriegen. Ja, dann festes Spielbrett, dass wir den ganzen Körper schon so ein bisschen zur Zuspielerin öffnen. Ja, weil momentan nehmen wir fast alles auf die 3 oder sogar auf die 3,5 an. Ja, und wir wollen auf die 2,5. Da soll der Ball hin. Okay, auf geht's. Also linken Fuß vor und baggern. Aber keine Schrittstellung. Und weiter geht's. Und laut werden. Ja, gut da hinten, Greta. Gut. Ja, nicht den rechten Fuß vor, Franka. Komm. So ist gut. So, das nächste, was ich sehen will, ist, dass ihr nicht nur die Annahme schiebt, ja, und dann steil nach vorne an die Antenne lauft. Ja, sondern ich will sehen, dass ihr eine Angriffsvorbereitung einleitet. Also Annahme, raus aus dem Feld als Außenangreifer und außen anlauft. Okay, auf geht's. Ja, gut da hinten, klasse. Und raus. Und Platz machen hier. Ja, immer die Warteposition muss Platz machen, da muss sie hin. Die Warteposition muss Platz machen. Franka, nach außen gehen. Aus dem Feld raus nach der Annahme. Aus dem Feld raus. Ja. Ja. Jawohl. Und raus aus dem Feld. Ja, Franka, lauf nicht immer wieder auf die 3. Bleib da hinten. Gut, und komm raus. Ja, und jetzt bringen wir den Ball nicht mit geworfenen Bällen rein, ja, sondern mit lockeren Schlägen. Drive-Schläge, ihr geht bis auf die Angriffslinie. Ja, denkt beim Drive-Schlag, ja, Treffpunkt überm Kopf. Ja, und dann versuchen wir auf die Abnahmespielerin zu spielen, Bagger und der gleiche Ablauf. Und auf geht's. Und wieder Annahme. Ja, steh ruhig ein bisschen länger. Ja. Und Bewegung nach außen, Selina. Ja. Svenja, lockere Angriffsschläge, probier ruhig. Ja, ganz langer Arm. Jawohl. Gut, und wir wollen außer Annahme in den Außenangriff gehen und auch angreifen. Gut, raus. Jawohl, gut. Und nächster Ball hier. Gut. Ja, gut. Und nächster. Gut, Bewegung nach außen. Ja, gut. Ja, gut hier. Ja. Ja. Gut. Ja, gut. Franka. Okay, gut. Kommt noch mal einmal zusammen, bitte. Kommt noch mal einmal schnell zusammen. Okay. Ja, wir haben immer noch so ein bisschen Probleme mit der Beinarbeit zum Bagger. Okay. Greta, komm noch mal her. Hose, da.
komm mal hierher, stell ich mal hier in die Annahme, die anderen öffnen mal ein bisschen. So, ja, unsere Zuspielerin steht rechts von uns. Ja, so, das heißt genau das, wir wollen unseren Körper so ein bisschen, ja, zur Zuspielerin schon aufrichten, aufdrehen in der Annahme. Das heißt, wir haben unseren linken Fuß leicht vorne. Ja, so, und jetzt haben wir gesagt, was war wichtig? Was haben wir uns erarbeitet? Die Schultern sind vor den Knien, die Kniespitzen sind in Höhe der Fußspitzen, ja, die Arme im 45-Grad-Winkel. Okay, und jetzt kommt der Ball von da, genau, und dann schieben wir ihn dahin. Ja, wenig Aktivität aus den Beinen, ja, sondern ja, wir arbeiten aus den Schultern, ja, mit so einem leichten Knieschub. Und Außenfuß, Nina. Hey, Sven, nee. Svenja war das. Gut, gut, gut. Und raus, Caroline. Ja. Und die Zuspieler achten darauf, dass sie Passlänge reinkriegen. Passlänge nach außen. Gut. Jawohl. Gut, und komm raus, komm raus, komm raus. Ja. Das sollte schon gewesen sein.